Ich heiße herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Star Wars Squadrons. Dieses Spiel ist zum Ende des Jahres 2020 erschienen und als Star Wars Fan versuche ich definitiv so nach und nach deren Spiele auch zu spielen. Jedoch muss ich ganz ehrlich zugeben, es gibt ein großes Loch, das wir mit diesem Let's Play versuchen zu stopfen, und zwar allgemein nicht nur auf Star Wars bezogen, sind so Weltraumschlachten, wo man als Pilot in erster Linie unterwegs ist. Und Squadrons fokussiert sich da wirklich zu 100% drauf. Und von dem, was ich so ein bisschen gehört habe, die Spiellänge von der Story geht halbwegs in Ordnung. Aber die Qualität, da habe ich schon halt von kompletter Schrott zu Meisterwerk alles gehört gehabt. Und ich würde sagen, wir finden einfach mal heraus, wie das Ganze tatsächlich aussieht. Es muss angemerkt werden, wenn man das Spiel startet, bekommt man als allererstes ein Optionsmenü und in diesem wird einem die Frage gestellt, hey, was für eine Sprache möchtest du einstellen? Ich habe Englisch eingestellt und die Rummelkotze funktioniert natürlich wieder mal richtig gut. So, passe deinen Charakter an. Wir haben das Imperium mit Reza Bestoff. In Star Wars Squadrons wechselst du zwischen den Perspektiven zweier Charaktere auf unterschiedlichen Seiten des Krieges. In der ersten Mission fliegst du für das Imperium. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Anpassen. Achso, wir können sie tatsächlich komplett anders aussehen lassen. Was natürlich gerade im Vergleich zu Battlefront 2, wo sie halt echte Schauspieler genommen haben, eine interessante Entscheidung. So, ich werde mal gucken. Okay, es gibt legendäre Charaktere. Frag mich nicht, ob man da irgendwie mehr freischalten kann, denn auch wichtig ist, man startet das Spiel sagt, hey, Optionsmenü und alles, was ihr mitbekommen habt, außer halt die Logos der Firmen, die dahinter stecken, mehr gab es hier noch nicht zu tun. Also ich konnte nicht mal sagen, ich will jetzt erst in den Multiplayer springen und dann irgendwann, wenn man Sachen freigeschaltet hat, in den Singleplayer und oder ähnliches. Nope, ich habe hier zwei legendäre Sachen und that's it. Okay, dann hier, der Pantorana-Pilot. Von mir aus. So, Körperunterschiede. Warum hast du den jetzt nicht erwähnt? Achso, man muss den auswählen. Okay, mein Fehler. So, Körper. Also, mit oder ohne Bubis. Ja, von mir aus. Okay, das konnte man so gut wie überhaupt nicht hören. Okay, man kann ein Arsch sein. Ja, von mir aus. Ich werde da jetzt gar nicht zu viel herumspielen. Und Reza Bestoff ist mir auch recht. So, andere Seite. Sei Vertessi. Gucken wir mal hier ganz kurz. Hier habe ich natürlich aus irgendeinem Grund überhaupt keine legendären. Weiterhin fragt mich nicht, wieso. Und ich würde sagen, wir gehen ruhig mal hier mit einem weiblichen Charakter. Ich vergesse mal das auszuwählen. Mit einem weiblichen Charakter. Someone's gotta do it. Why me? Get me in a cockpit. Standing by. Standing by. Nee, sind zum Teil nicht allzu einfach zu hören. Auch ein weiterer Punkt. Man kann eine Lautstärke einstellen. Und das war's. Dementsprechend hoffe ich, dass wenigstens im Spiel dann das alles ein bisschen lauter ist. Okay. That's it. Let's go. So. Wähle dein Erlebnis. Empfohlen, diese Einstellung aktiviert HUD-Elemente, die dir auf verschiedene Weise helfen, beispielsweise durch Erläuterung zu deinem aktuellen Ziel oder durch Anzeigen des Standortes von Verbündeten und Gegnern. Ja, das lassen wir mal ganz simpel an. Und dann Schwierigkeitsgrad. Wir haben Story-Modus, wir haben Standardflug, Veteranenflug und Sturzflug. Einmal ganz kurz. Für alle, die die Handlung und die Aufregung des Weltraumkampfes ohne eine große Herausforderung erleben wollen, die Gegner sind weniger gefährlich, der Sternjäger ist leichter zu steuern und beim Zielen erhältst du sehr viel Hilfe. Empfohlen für Spielerinnen und Spieler mit etwas Erfahrung in Flugspielen, ausgewogen für ein herausforderndes, erfolgreiches Abenteuer. Empfohlen mit viel Erfahrung, die Gegner sind tödlicher und beweglicher, meist du deine Flugfähigkeiten, um im höchsten Schwierigkeitsgrad zu überleben. Alle Jäger sind empfindlicher, auch deine Gegner. Ja, wir lassen es auch hier bei Standard. Bist du bereit, die Einzelspieler-Story zu beginnen? Hinweis, deine Fortschritte werden regelmäßig automatisch gespeichert. Thank you.
chose destruction. They incited rebellion and anarchy. And paid the price. The survivors continue to spread dissent. Find them. Do not rest until the destruction of Alderaan is complete. Orders are clear. Are they? Yes. Wipe out all that remains of Alderaan. How? I understood the survivors were in hiding. Intelligence reports a possible Alderaanian convoy heading to Fostar Haven. You are to draw them out and finish them off. Do you understand that, Captain? Perfectly, Commodore Sloan. Dismissed. James. Everything ready, Lieutenant Carroll? Squadron's on their way. They're excited to fulfill Lord Vader's command. And you? No qualms hunting down refugees from a world we destroyed? During the Iskallon uprising, you taught me to ignore propaganda. They're traitors, not refugees, and will be dealt with accordingly. I've prepped our usual Sigma 9 loadout. No. Only standard ties today. Flying old school, sir. This might be a real challenge, after all. You hear me, Teresa? But I don't think you understand me. I guess we'll find out. Follow my lead. And don't fire unless I give the order. The convoy is out there. We don't want to scare them off. Let's do this right. Another victory is at hand. Confirming launch window. Oh, here we go. Ich war natürlich so frei und habe in der Zwischenzeit ein paar Mal hier den Anfang neu gestartet, einfach um zu testen, ob man irgendwie die Sprache doch anpassen kann. Und ich habe das Übliche versucht. Ich habe bei Origin versucht, die Sprache anzupassen, das heißt, da ist eigentlich alles Englisch. Ich habe Windows das Ganze auf Englisch angepasst, aber egal, was ich mache, es ändert sich diesbezüglich nicht. Was sich jedoch interessanterweise ändert, ist tatsächlich auch der Name der Charaktere. Ihr habt zwar gesehen mit den paar Malen, dass sie zwar scheinbar zwischen ein paar vorgenerierten Namen hin und her wechseln, aber ich habe das Ganze dann so angepasst, wie ihr es bisher gesehen habt. So, bereit machen zum Starten. Achso, man hat so ein Gefühl, First Person zu sein, aber wirklich auch nicht. Why? Okay. All systems up and running. Pre-flight complete. Let's get a clean launch. Lock onto my fighter. T-what? Sensor online and tracking. Now, throttle up and deploy out of the hangar. Oh, okay.
Ah, the rest of the fleet is back from Malastare. We'll have plenty of help to deal with that convoy of sympathizers. Hey, mal schön drücken, damit auch das weitergeht. Copy Vigilance. All pilots follow me. We'll do a quick pass of the fleet and calibrate flight controls. Affirmative. Stay mobile. We don't want any collisions. Ja, weil das unser Tod wäre. Wuhu. Whoa. Keep your distance, Helix. Those engines run hot enough to vaporize a TIE. I've known a few daredevils who found that out the hard way. TIE pilots push the limits. Sometimes the limits push back. Good. All systems calibrated, and the fleet is in good shape. The Vigilance reports our Gozanti transport is ready. Helix Squadron, head to the Gozantian dock for hyperspace jump. Certainly. Throttle down below the Gozanti so its locks can engage. Bisschen näher noch. Yes. Okay. Na, so weit geht's aber. Is up to us. They won't escape the Empire twice. Found you. Falstar Haven. Probably the most isolated trading post in the sector. It's only a haven for thieves and pirates. If the refugees are hiding here, clearly they're not as innocent as they claim. So, da überlappen sich jetzt 6000 Sachen. Scan. Um ein unbekanntes Schiff oder Objekt zu scannen,
Blinke es an und tippe T, um es als Ziel zu erfassen. Nähere dich ihm anschließend. Der Scan beginnt automatisch, wenn du in Richtung des Ziels siehst und dich weniger als 1000 Meter davon entfernt befindest. Alright. Wait. We have always been loyal to the Empire. See? We're loyal. I swear. No refugees aboard. Carry on. Pilot. Keep inspecting those ships and see if the refugees are here. Good. Check that ship next. Look, I'll pay anything. Just don't impound my ship. No sign it's from Alderaan. Keep looking. So you're not impounding my ship? There. A ship's trying to flee from a simple inspection. We should teach them some manners. All pilots, bring your weapon systems online. Pilot, track it on your sensors and fire a small volley. Just enough to damage them. Then see if they're hiding the refugees. All right. Scan us then. Just stop shooting. No refugees here, sir. Just smuggled weapons and a cargo of spice. Let the fleet handle those smugglers. We should get to the station. So, F, um zwischen Zielen zu wechseln. Alright. My customers are legitimate traitors. You have no right. Captain, the station's defenses just activated. Helix Squadron, destroy those turrets. We can't search under fire. Out here, no one shoots unless they're prepared for return fire. Even the Empire should do that. So, zwei haben Energie auf, die Laser umzuleiten. Dadurch laden sie sich schneller auf und richten mehr Schaden an. Okay. Gut zu wissen. Ja, und ich sehe noch nicht so richtig, wo die ganzen Angaben dafür sind. Um den Rumpf zu reparieren. Okay, Reparatur Set. Wo sehe ich, dass ich jetzt Schaden am Rumpf genommen habe? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade auf mich schießt. Ganze, wo sehe ich, wie viel Munition ich habe? Ist das Ding in der Mitte der Balken? Möglich. Möglich, ja. Ja. Gott, die sind so viele. Piloten. Captain James, I think I found where the refugees are hiding. On our way. Pilot with me. Warum werden wir jetzt Piloten bezeichnen? Ich habe definitiv darauf gepasst. Okay, dann gucken wir doch mal. Oh. Oh, wow. Oh, es ist so schwer zu folgen. Wo ist er hin? What? Dreht sich... Da. Okay, ist ein bisschen ungewohnt, vor allem, dass es auch keine Aussage gibt, wo man genau hinziehen soll.
Feindliche Schilde, einige Sternjäger, wie zum Beispiel X-Flügler, besitzen sich regenerierende Schilde. Du musst zunächst die Schilde zerstören, bevor du den Rumpfschaden zufügen kannst. Okay, ich muss ganz ehrlich zugeben, all das, was an Informationen gegeben wird, ist sowas von unübersichtlich. Okay, weiter geht's. Ziele ein wenig vor das Ziel. Wenn dein Fahnenkreuz von weiß auf rot wechselt, trifft dein Schuss das Ziel. Aha. Achte darauf, wie der Feind sich bewegt und ziele ein wenig vor das Ziel, um einen perfekten Treffer zu landen. Das wollte ich nämlich gerade anmerken, dass viele Spiele hingehen und hervorheben, wo man eigentlich hinzielen sollte, damit man trifft. Und das... Wo ist sie? Gott. There he is. Ich hab doch nicht die Zeit darauf zu achten, wo zum Kuckuck ich hinziehen muss, bis ich treffe. Where is he? Somewhere there. Okay. Ja, mit Tastatur und Maus, ich weiß nicht, wie man sonst spielen möchte. Ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Man ist super ungenau. Uh-oh. Ja, ich weiß zum Beispiel nicht, wer mich hier gerade jagt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich sehe nämlich... ist überhaupt nicht durch. Ich habe nämlich keine... Doch, ich habe eine Karte. Auf die ich überhaupt nicht achten kann. Nice. Das waren, glaube ich, gleich zwei. Sweet. Und da war gleich noch einer von denen. Oh, wow. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass er sich gedreht hatte. Okay. Erneut. Joining you. Give your laser cannons time to recharge. All rebel targets destroyed. Captain. The rebel fighters are coming from that tunnel through the station. The refugee convoy must be hiding in there. After them. We'll deal with you later, station master. You attack my st- There. The convoy. Prepare to fire. I'm disabled. Sorry, Teresa. After Alderaan, I can't ignore what the Empire's become. Sir, Vinden, what are you saying? That I don't care who ordered it. I didn't sign up to hurt innocent refugees. And if protecting them makes me a rebel, then so be it. Damn it! Pilot, see if you can bypass his shutdown. Eine beliebige Taste. Aha, okay. Catch up with that traitor. Lieutenant Carroll to the Vigilance. Captain Javes is aiding the rebellion. Send immediate assistance. Eins, um Energie auf die Triebwerke umzuleiten. Dadurch wirst du schneller und beweglicher. Alright. Okay, wieder zurück zu 1. Uh-oh, ouch. Think what you're fighting for.
Oh, ich hätte da oben lang sollen. Okay, das ist auf den ersten Blick nicht sichtbar. Sounds desperate. Can anyone make out what he's saying? They're working on it. Okay, Echo Squadron, on me. So, und dann führen wir jetzt die andere Seite. Echo Squadron. Echo Leader here. Admiral, any luck pinpointing that distress call? Hopefully. You may need to get creative. Make sure your fighters are in good shape. Understood, sir. Echo, prepare for systems check. Coming back around, Squadron. On me. So much for a quiet patrol. Starting systems check. Definitely. Okay, das Spiel hebt die unschließenden Sachen hervor, sagt aber nicht so richtig, was es sagen soll. Habe ich zwar schon mal gedrückt gehabt, aber gut. Ja noch nicht gebraucht. Double check shields. Right. We might need to hold out a while. Systems check complete. Information. Echo 3, matching formation. Was ist hit? Echo 2 standing by. Echo 5 standing by. I'm on your way. Okay, Squadron. Anyone low on missiles needs to stock up now. Head to the U-Wing for resupply. Okay. Wir haben also zum Teil auch begrenzte Munition. Das ist nicht unbedingt was Neues, Überraschendes, aber trotzdem gut zu wissen. All good? Good. Command has verified the distress call from Fast Dive. Hey, guten Tag. Admiral, we're here. Yeah, but the convoy's way over there. With the bad guys between us and them. Echo Squadron, transfer all power to engines. Head below the Star Destroyer and wait for my signal. It's risky, but flying fast and close to the Star Destroyer's hull should get us to the other side safely. Steady. Hold. Now, fire all boost thrusters.
Ja, mein Schub ist alle. Someone heard my distress call. I couldn't hold off those ties any longer. Who are you? A defector? If you'll take me, call me Linden. I'll explain later. Pilot, help me push these fighters back. Echo 4, leave that quasar for now. Focus on ties. Then we better get rid of those ties. Fire missiles! So, leider ist die sich nicht allzu clever bisher bewegen. Einfach zerstört. Oh oh, irgendwo greift mich von hinten an. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Es dreht sich nämlich. Einfach nur gerade fliegen ist es einfach, spätestens wenn es nicht mehr der Fall ist. Okay, gut. Ah, nein. Ich habe immer noch Sachen hier. Au, oh, oh. Mir werden immer noch welche angezeigt. Aha, ich habe meine Rakete verschossen. Rechter Maus ist da. Oh, wann wieder mal? Ich habe nicht mitbekommen, dass sie sich gedreht haben. Interessanterweise beim Radar würde man das Gefühl bekommen, das sind die Schiffe, die wir jetzt hier gerade beschützen sollen. Squadron, there's a quasar bearing down on the convoy. And filled with reinforcements. Take the ties down. Okay, here we go. Wo auch immer die schon wieder hin sind. No, Echo 2 is gone. The hell? We're cutting through. We have to keep going. Dann kommen immer mehr. Weiß nicht, wie ich die alle schaffen soll. Also, das Problem ist wirklich halt, drehen langsam, schießen zu genau. Ich sollte mich vermutlich auch um die irgendwie kümmern, aber halt, ich soll mich um die kümmern, während ich Probleme habe, die überhaupt zu treffen.
right, yep. Oh, was hat den denn getroffen? Das ist vermutlich von der EMP oder wie auch immer. Where is he? Ich glaube, die existiert gar nicht, das ist eine Lüge. Wir müssten eigentlich gleich alle haben. Ja, aus, das Ding wird einiges aushalten und ich sollte vermutlich nicht darunter bleiben. Here we go. On it. Oh. Ja, war ein bisschen zu nah. No, 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 no! Raider is gone. Good work. Echo, let's get that convoy to a safer location. Head to the far side of the NC-80. Frigate's gone! Refugee convoy, we're out of time. We've gotta get you out of here. Refugee convoy to Rebel Alliance. We're ready for Lightspeed Jump. Wait. The Star Destroyer will be watching all possible vectors. They can still find you. Pilot, it's risky. But if we can destroy the targeting system on the Vigilance, we might throw them off the convoy's trail. Wait. You two are attacking the Star Destroyer? Let's hope your fleet can keep those shields down. Strike here. We can take the Vigilance's target. Great. Ich dachte, ich hätte mehr Platz. Deswegen, das sah weiter weg aus, als es im Endeffekt war. Okay, angeblich stehe ich gerade. Und gucken wir mal, ob das schon ist. Tot. Holy shit, da schießen viele auf mich.
We all choose our path. Light or dark. Freedom or destruction. The Empire chose to destroy Alderaan in order to spread fear and douse the fires of rebellion. But the heroic pilots of the Rebel Alliance have chosen to keep fighting, to show the Empire that we are not afraid. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new Republic. However, the Empire lives on, shattered though it may be. As I speak, Imperial forces are edging toward the Bormia sector, hoping to end our new Republic before we find our footing. As their Empire collapses, they try to tighten their grip. But the galaxy is changing, and you can be a part of it. With the help of brave and daring pilots, this war can end. Make a choice. Fly with the New Republic. Change our galaxy for the better.